Als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt hat das Wort die Kollegin Karin Strenz von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Bürgern mahlen die Mühlen unserer parlamentarischen Demokratie zu langsam. Und seien wir ehrlich, auch wir als Abgeordnete müssen ja bisweilen erfahren, dass sie nicht schneller mahlen, selbst wenn wir noch so viel Wind drumherum machen. Aber unsere Mühlen, sie mahlen eben. Ich freue mich, dass wir uns mit dem Antrag heute abermals um jene Männer kümmern, die einst bei NVA und Bundeswehr bis in die 80er Jahre hinein ohne Wissen durch Radarstrahlen gesundheitliche Schäden erlitten haben. Wir tun dies nicht zum ersten Mal. Es war der Verteidigungsausschuss, der vor fast 10 Jahren allerdings eine unabhängige Radarkommission erkämpft hatte. In ihrem Abschlussbericht kam sie dann 2003 zwar zu dem Ergebnis, dass es keinen konkreten Zusammenhang gebe zwischen der Arbeit am Radargerät und späteren Erkrankungen. Gleichwohl war dies kein Vorwand, um finanzielle Hilfen zu verweigern. Denn die Kommission schlug vereinfachte Kriterien vor, um Versorgungsanträge anzuerkennen. Nun baut unser Rechtsstaat aus gutem Grund übrigens manche Hürde zwischen helfen wollen und helfen dürfen. Der Rechtsstaat will nämlich genau wissen, ob jemand Ansprüche hat, ob ihm geholfen werden darf oder gar geholfen werden muss. Das macht es den Betroffenen natürlich nicht immer leicht, denn Hilfe, die der Staat gewährt, trägt der Steuerzahler. Dass sich schwer Erkrankte, deren Anträge abgelehnt wurden, bisweilen ungerecht behandelt fühlen, ist menschlich absolut nachvollziehbar. Ich nehme aber ausdrücklich auch die Beamten in Schutz, die diese Verfahren begleitet haben und auch weiter begleiten werden. Ich habe in jüngster Zeit immer wieder mit einem Vorstandsmitglied des Bundes zur Unterstützung Radargeschädigter persönliche Gespräche geführt und auch sehr lange telefoniert, nicht zuletzt heute. Der Mann hat Ausdauer und er verfolgt, wie viele seiner Mitstreiter, unsere Arbeit sehr, sehr aufmerksam. Der eine oder andere Kollege kann das ganz sicher bestätigen. Vielen Radargeschädigten sind wir natürlich nicht schnell genug und ich kann das gut verstehen. Es tickt da und die Betroffenen nennen das selbst so eine biologische Uhr. Wir haben es mit Männern zu tun, die in den 60er und 70er Jahren gedient haben und das ist schon eine Weile her. Die meisten Männer sind nur noch auf alten Fotos jung. Sie wollen und sie können nicht mehr warten. Jeder fünfte Antrag auf Entschädigung ist über die Jahre anerkannt worden. Dies mag auf den ersten Blick wenig erscheinen. Mehr als 2/3 wurden nicht bewilligt. Man hat dennoch großzügig geprüft, immer mit dem Wissen, wie schwierig der Nachweis sein kann, dass seine heutige Erkrankung mit der Arbeit an Radargeräten vor Jahrzehnten zusammenhängt. Vergessen wir nicht, dass heute manches so kompliziert ist, liegt auch daran, dass von damals so wenig dokumentiert ist. Es fehlte letztlich das Bewusstsein im Umgang mit Strahlen, zumal sich die Folgen nicht sofort zeigten, sondern oft erst Jahre oder Jahrzehnte später. Das Soldatenbild hat sich seit der Gründung der Bundeswehr gewandelt. Zum Glück. Ich kann mir vorstellen, dass Schmerzen früher nicht ins Bild passten und man hat sich weniger Gedanken gemacht um das Wohlergehen der Soldaten und auch um ihre Gesundheit. Wie schwer der Kampf für die Rechte ist, auch davon können die Radargeschädigten erzählen. Sie haben mit ihren Forderungen, um das einmal vorsichtig zu sagen, bei der Politik und der Bundeswehr anfangs nicht immer offene Türen eingerannt. Auch das hat sich zum Glück geändert. Die Anerkennungskriterien sind vielfach weit ausgedehnt worden, im Zweifel für das Opfer. Und so wurden etwa trotz eines festgestellten Konkurrenzrisikos und starkes Rauchen ist beispielsweise eines Ansprüche anerkannt. Als Gesetzgeber haben wir eine besondere Fürsorgepflicht für alle Soldaten, nicht nur für die noch Aktiven. Wir haben sie auch für die ehemaligen Angehörigen von Bundeswehr und anders als es hier steht, auch die der NVA. Auch sie haben gedient und auch sie hätten im Ernstfall ihre Heimat, ihr Vaterland und seine Menschen verteidigen müssen. Und ich meine, das sind wir ihnen schuldig, sorgfältig zu prüfen, ob die bisherigen Hilfen ausreichen. Denn die gesundheitlichen Probleme im Alltag, sie bleiben häufig und mehr noch, sie verändern sich mit den Jahren und dem Alter und leider nicht zum Besseren. Es hat mich sehr bedrückt, in Gesprächen zu hören, wie enttäuscht viele Radaropfer heute sind. Ich bedauere es, dass diese Männer keine guten Erinnerungen an ihre Armee- oder Bundeswehrzeit haben, weil das heute viel von dem trübt, was sie damals erlebt und geleistet haben. Aber ich bin auch optimistisch, dass wir mit diesem interfraktionellen Antrag wieder einen Beitrag zur Versöhnung erbringen können. Daran hat das Verteidigungsministerium, vor allem aber der parlamentarische Staatssekretär Christian Schmidt, einen großen Anteil und dafür herzlichen Dank.
Der Dank gilt natürlich ebenso an die Berichterstatterkollegen, mit denen wir vielfach zusammengesessen haben und heute mit Erfolg hoffentlich ein tolles Abstimmungsergebnis erzielen werden. Jedem Opfer werden wir es wahrscheinlich nicht recht machen können. Wer von der Politik, und das ist immer so, absolute Gerechtigkeit verlangt und Zufriedenheit aller Betroffenen, ist und bleibt blauäugig. Das ist schon deshalb schwer möglich, weil wir es mit unterschiedlichen, sehr persönlichen Schicksalen zu tun haben und eben nicht mit einer Art Standarderkrankung. Aber wenn wir hier und dort das Leid lindern, ist das ein gutes Ergebnis. Dann hätte sich alles gelohnt. Das Ringen um einen gemeinsamen Antrag, die Suche nach einem Kompromiss, kurz unsere gesamte Arbeit. Geholfen hat uns auch in schwierigen Augenblicken, wenn die Verhandlungen einmal ins Stocken gerieten, ein gemeinsamer Wille. Helfen, schnell und unbürokratisch. Denn das Ticken der biologischen Uhr kann verdammt laut sein. In Härtefällen soll der Dienstherr auch seiner Fürsorgepflicht nachkommen dürfen, wo das Versorgungsrecht eben nicht weiterhilft. Das ist ein wichtiges Ergebnis. Wir wollen erreichen, dass noch nicht abgeschlossene Fälle sorgfältig behandelt werden. Die Bundesregierung widmet sich also nicht nur der Ausfinanzierung, sie schauen auch, ob die Gerätehersteller beteiligt werden können. Wir sind mit diesem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf einem guten Weg. Und das behaupte nicht nur ich. Das hat mir auch der Vorstandsmann vom Bund zur Unterstützung der Radargeschädigten bestätigt. Unser letztes Telefongespräch wird es mit Sicherheit trotzdem nicht gewesen sein. Die Mühlen mahlen weiter. Danke.